Da ist das Näschen. Herzlich willkommen zu einem neuen BeamNG Drive Video. Eigentlich wollte ich heute Rallye mit euch fahren, aber das hat mir beim letzten Mal so einen enormen Fetz gemacht, auf so einer Rennstrecke rumzudonnern, dass wir uns heute den Civetta Cintilla auf einer anderen Rennstrecke angucken. Los geht's! Herr Löblich. Ja, und damit hallihallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing geneigten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge Herr Löblich am Steuer. Heute mal wieder mit dem großartigen, dem Beam, dem NG Drive. Bevor es losgeht, halte ich natürlich wie immer für euch meinen großartigen, meinen Schwanz ins Bild und sage liken, abonnieren, kommentieren und Analmitglied werden, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten gibt es auch noch einen PayPal-Spendenlink. Alles kann, nichts muss. Jeder Daumen nach oben zählt. Eigentlich reicht schon, wenn ihr die Videos guckt, aber gibt ja immer so ganz Verrückte, die Bock haben, mich irgendwie zu unterstützen. Und somit habe ich es alles zu Anfang gesagt. Beim letzten Mal sind wir den Ibishu Corvette gefahren auf der Strecke West Coast America oder so. Und heute sind wir auf dem Automation Test Track im Civetta Cintilla. Los geht's! So, die Kiste ist dieses Gefährt hier unten. Ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, das vorletzte Auto, was rausgekommen ist. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hat auf jeden Fall natürlich auch irgendwie die... Hat auch die neuesten Funktionen. Nicht die neuesten Funktionen. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Türen und so einen Kram aufmachen kann. Aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass also die latest, der latest Physik-Shit und so drin ist. Ich würde sagen, wir starten hier einfach mal. Ich würde gerne mal mit dem Spider starten. 5 Liter V10, 606 PS. Was ist passiert, Freunde? Und der GTS hat 656 PS. Offroad 427, Politea 656, GTX 656, aber All-Wheel Drive. Ah, was hat der hier? Der Removable Roof Panels. Ah, der hat Heckantrieb. GTX Spider, was haben wir hier? Custom Street Modified with Turbochargers and Custom Body Kit. Okay, das ist so die. Ja, sieht man auch, hier sieht aus wie so Rocket Bunny Kotflügel. Geil. Dann haben wir Velocita. Ist eine limitierte Edition für schnelles Autobahncruisen. Kann dafür aber nicht so schnell um die Kurve räubern. Wir haben den GTS Corse. Ist eher auf die Strecke fokussiert. Heckantrieb. Bodykit Design Package. Den gibst du auch nochmal als Spider. Aber bitte nicht in dieser Farbe. So, dann haben wir hier das Dark Owl Movie Car. Gibt es das überhaupt? Dark Owl 2 Striking Tales? Keine Ahnung. Ist das letzte überlebende Auto vom Filmset. Und soll für Form vor Funktion sein. Und gefährlich. So, dann haben wir das hier nochmal als Rallye-Variante. Natürlich wieder mit spezieller Aufhängung. Und dann haben wir den hier als Drag-Variante mit 1871 PS. Und dann haben wir den noch als Rennfahrzeug. Ich möchte behaupten, dass das hier, wobei 738 PS ist kein GT3-Fahrzeug. Sind die nicht irgendwie begrenzt auf 500? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Heckantrieb. Ja, und wir werden die jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Wir werden jetzt hier nicht alle fahren. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem heckangetriebenen
normalen Fahrzeug und wechseln dann auf den etwas stärkeren Spider, um dann, je nachdem welcher uns besser gefallen hat, mal das allradgetriebene Fahrzeug ausprobieren. Und dann fahren wir einmal hier den Track Focused Corse Spider und danach fahren wir die Race-Variante. Und vielleicht fahren wir auch noch Street Modified, aber Street Modified ist nicht immer unbedingt Rennstrecken geeignet. So, Automation Test Track gibt ja so eine Kooperation mit dem Automation-Spiel. Oh, Alter, Leco mio. Ey, pass mal auf, wenn du jetzt hier noch einstellst Afternoon, ja, oder Sunset. Oh! Oh! Freunde! Wir machen mal folgendes. Wir stellen mal Sonnenaufgang ein. Und wir machen mal die Tagskalierung auf ganz niedrig oder auch nicht. Also dazu müssen wir Play drücken. So, und jetzt machen wir die Tagskalierung auf ganz niedrig, 0,5. Und dann werden wir jetzt einen Sonnenaufgang erleben können, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Halt Pause, ja. So, wir laufen einmal drum rum. So, hier, Sonne geht auf. Von wo kommt sie? Die geht aber mit 0,5 mal ganz schön schnell, muss ich sagen. Aber wir gucken uns mal den Innenraum an. Da sieht man jetzt nicht... Oh, was können wir denn hier toll machen? Knöpfchen drücken. Was sind denn das für Knöpfchen? Ich kann das nicht erkennen. Kann man noch mehr Knöpfchen drücken? Ah, hier können wir die Tür aufmachen. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Ist das geil, Alter. Können wir bei dem auch die Motorhaube aufmachen? Wahrscheinlich Kofferraum. Also, das hier ist die Motorhaube. Darauf wollte ich hinaus. Was passiert denn, wenn wir hier die Knöpfchen drücken? Das ist hier Warnblink. Das ist Axle Lift. Axle Lift Off. Ist ja, finde ich ja schon wieder mega geil. Alter, der hat eine Achsanhebung. Wie Porsche. Was haben wir da für ein Knöpfchen? Ja, nischt. Oh, hier anscheinend Kofferraumklappe und so was. Geht nicht. Ist so ein bisschen schade. Ich würde es ganz geil finden, wenn man irgendwo angezeigt bekommen würde, was die Knöpfe machen. Zieh dich doch das mal rein. Kick mal bitte den Fotomodus. Ah, ja, dazu muss ich mich rinsetzen in der Wagen. So, jetzt können wir in den Fotomodus gehen. Dann wirft nämlich unsere Figur nicht so einen hässlichen Schatten. Ist das geil, Alter. Ich fasse das nicht. Kette gerne bitte nochmal das Licht von gerade. Das fand ich nämlich viel, viel schöner.
Ich bin so blöd. Ach komm, machen wir das einfach so. Geht doch auch. Nee, dann machen wir das einfach wie beim letzten Mal. Zu Fuß. Ist das hammerhart, Freunde. Hammerhart. Eberhart. So. Back into the car. Tür schließen. Tür schließen. So, dann möchte ich mir gerne noch einstellen. Genau, ich hätte gerne. Diese App hätte ich gerne nicht im Innenraum verborgen. Diese hätte ich gerne auch nicht im Innenraum verborgen. Und das reicht mir eigentlich schon. So, weil jetzt kann ich hier unten nämlich ESC. Ach, guck mal, wie der hier. Ey, zieht euch das mal rein. Auf dem Tacho, wie der hier durchschaltet. Jetzt sind wir im Drift-Modus. Jetzt ist es ESC komplett aus. Jetzt fahren wir Strada, ist an Lamborghini orientiert. Jetzt fahren wir Sport. Hohoho. Jetzt fahren wir Corse. Drift und aus. Das ist ja richtig geil. Wow. Alt klar. Wie der hinten rausqualmt, Alter. Jetzt interessiert mich ja mal. Verändert sich der Sound? Der Sound hat sich verändert. Jetzt hat er den Spoiler ausgefahren. Corse. Drift. Off. Okay, der hat doch andere Rev-Limiters. Also hier ist der Rev-Limiter bei 3500. 4500 und wir haben eine Launch Control. Launch Control 5000 RPM, Launch Control aus, Launch Control aus, Launch Control aktiv. Na gut. Ach so, und wir fahren. Oh, geil. Kann ich den jetzt auch auf manuell schalten? Parken? Wo ist denn manuell? Manuell 1. Rückwärts. Drive. Okay, das habe ich noch nicht so richtig kapiert. Wir fahren den jetzt einfach mal auf Drive. Okay, der hat doch eine automatische Kupplung. Wie der die Gänge durchgeht. Krasse Automatik. Oh, wie ich gleich auch mir mit angewöhnt habe, mit links zu bremsen wieder. So, der hat definitiv zum Beispiel im Gegensatz zum Ibishu Corvette Servolenkung. Merkst du? Du merkst einfach, dass er Servolenkung hat. Und ich habe hier alle auf Automatik stehen in der Fanatec Direct Drive Wheelbase. Wollen wir hier links? Nö, links geht's raus. Wir wollen geradeaus. Geradeaus! Gerade!
Okay, Freunde, da geht noch was. Was mir hier fehlt, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es auch noch nicht gesehen. Ich fahre nicht Vollgas, krass. Ach doch, hier haben wir... Ah, der hat doch ABS, fein. Hier haben wir Streckenmarkierung, das hat mir jetzt noch so ein bisschen gefehlt. Eieieiei. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht gegenüber dem Corvette. Oh, oh, miese Schikane. Oh, du merkst aber, es ist ein Straßenfahrzeug. Hier ist nichts der... Da wollte er ganz schön mich mit dem Heck gerade überholen hier. Ja, du merkst, dass der ganz schön zickig ist auf der Hinterachse. Okay, sind wir wieder bei Startziel. Dann würde ich sagen, ach geil, wie er auch die Warnblinkanlage automatisch anmacht. Fahren wir jetzt mal Sport. So, und dann würde ich ja jetzt mal behaupten, Two-Step ist Bremse treten. Alter Falter. Alter Falter, ist ja wohl nur geil. Alter, was wie Mensch hier alles kann? Oh, 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 oh. Da ist auch gleich mal das ESP nicht mehr so scharf. Und du merkst jetzt hier auch, dass es ein heckangetriebenes Fahrzeug ist. Weil der will in der Kurve mit dem Arsch nach außen. Ja, da latscht er nicht mehr mal einfach so in der Kurve. Aufs Jass. Ich meine, wir reden hier auch von 607 PS. Ist wirklich krass, wie sie das umgesetzt haben. Falls das jemand weiß, verratet mir doch mal, ob ich die Geschwindigkeitsanzeige auf km/h umstellen kann. Können wir ja gleich mal gucken. Uiuiuiui, gefährlich. Ja, das mag er gar nicht. Ah, da kommt dann doch das ESP. Er sagt hier, so Kurven will er nicht. So Kurven und Jas hat er nicht so richtig Bock drauf. Ah, kommt das ESC ziemlich krass. ESP, nicht ESC. ESC ist Englisch für Eurovision Song Contest. Oh, interessant, wenn der hinten zickig, wenn er nicht viel Last auf der Vorderachse hat. Okay, was haben wir noch? Corse. Okay, wir probieren Launch Control. Bremse. Eieiei. Eieiei. Oh ja, da geht schon ein bisschen mehr. Ja, der will. Das ist schon sehr fein. Ich würde sogar sagen, dass sich die Lenkung so ein bisschen verändert mit den verschiedenen Fahrmodi. Boah, Alter, BeamNG ist sowas von unglaublich geil. Wenn man das jetzt noch racen könnte gegen andere Fahrzeuge, das wäre ja der Oberknaller.
So, da hatten wir gerade einfach mal 170 Meilen auf der Uhr. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie viel km/h das sind. Eieiei. Oh, kannst du schön dosieren auf der Bremse. Wunderbar. Kannst hier schön mit dem Reifengrip spielen. Und du kannst natürlich auch voll ins ABS hämmern, was ich immer nicht mache. Weil einfach die menschliche Natur dagegen spricht, voll aufs Gaspedal zu treten, vor allem wenn man schon mal Auto gefahren ist. Okay, also in so einer Kurve kommt dann schon ziemlich krass das ESP. Geil, kannst du geil fahren. Oh, ihr habt gerade irgendeinen kurzen Hacker. Ach, hier draußen fahren ja so Autos durch die Gegend. So, probieren wir jetzt den Driftmodus oder was? Nee, Driften machen wir mal gesondert. ESC und Traktionskontrolle auf. Aus. Nee, Driften in BeamNG machen wir ein extra Video. Wir nehmen eine andere Fahrzeugkonfiguration. Nein, wir nehmen ein anderes Fahrzeug. Und zwar nehmen wir den diesmal als Spider. Mit 50 PS mehr. Ja, mit 50 PS mehr. Bin sehr gespannt, wie sich der Raum, der Sound im Innenraum, der Raum im Innensound verhält, Freunde. Hohoho. Zieht euch doch das mal rein. Ist dit lecker. Kann ich den Knopf drücken? Nee, schade. Hier unten soweit kannst du... X-Lift Manual. Das finde ich so geil. Kommt da vorne einfach ein Stück hoch. Ah, das ist die Handbremse. Was das ist, wissen wir nicht. Nun denn. Ach so, wollen wir erstmal kurz schnell von draußen angucken? Ja, aber... Also geil. Das ist schon was Genaues. Warum macht er das Brett nicht auf? Ist entweder irgendein Bug. Keine Ahnung. Rinn in die Hütte. Ist das herrlich. Ja, ist doch mal eine ganz andere Geschichte. Ich würde ja mal sagen, wir machen hier mal gleich Korse. Ja, greift mir noch echt zu krass ein. Komm, wir machen jetzt mal hier aus Spaß nicht einen Drift-Modus, sondern wir machen mal Traktionskontrolle und sowas aus. Oder wir können ja mal das Gegenteil machen. Wir machen mal Drift. Ah, okay, dann hilft er dir zum Schluss noch so ein bisschen. Und er ist manuell, okay. Und ESC und Traktionskontrolle aus, also ESP und Traktionskontrolle aus, geht auch auf manuell. Halt klar. Also ich schwöre euch, den schmeiß ich innerhalb kürzester Zeit weg. Oh, er verhält sich auch komplett anders gleich. Ah, oh, wie herrlich du den in die Kurve reinbremsen kannst. Ah. Oh. Impact detected. Stopping car. Okay, das Schicksal müssen wir uns jetzt mal von draußen angucken. Das ist natürlich traurig.
Ah, ist das böse. Ist das böse. Okay, nächster Versuch. Okay, 656 PS und Stabilität und Traktion aus. Ist kein Geschenk. Alter, wie geil du die Autos in Beam Engine. Also wir reden ja hier von Straßenfahrzeugen. Ist ja nicht irgendwie geile Fahrphysik wie bei Assetto Corsa Competizione, aber nur Rennfahrzeuge. Es ist, wie ich finde, eine bedeutend bessere Physik als bei Assetto Corsa. Ja, und auch in Race Room hast du keine Straßenfahrzeuge. Und das Geile ist halt hier, du kannst hier mal Straßenfahrzeuge mit einer realistischen Physik fahren. Wir machen mal wieder Corse, damit wir gleich mal noch einen Vergleich haben zu den anderen Autos. Weil wir wollen ja jetzt hier nicht driften. Wie gesagt, da würde ich mal noch ein gesondertes Video zu machen. Könnt ihr mir nur in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Geil, wie du hier ins ABS reingehen kannst. Okay, da. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ja, Vollruf auf den Pinsel. Puh, wie der verzögert, Alter. Also der Unterschied zwischen so einem modernen Auto und so einem Hobel wie dem Ibishu Corvette im letzten Video ist natürlich... Der ist beachtlich. Ist auch beachtlich, wie die den darstellen. Die Servolenkung, die Fahrhilfen, das Fahrverhalten. Hammer. Super. Super, super, super geil. Wir probieren als nächstes mal, wie sich Allrad fährt. Dazu nehmen wir den wieder als Spider. Nö, wir nehmen mal wieder innen. Das ist hier gendert. Und wie viel PS hat der? 656. Machen wir. So. Direkt Corse rein gekloppt, Alter. Ja, hat nicht funktioniert. Ach so. Ich bin sowas von blöd. Sollt ihr vielleicht mal einen Gang drin machen? Oh. Oh. Oh, oh, oh. 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 Der ist ja quasi losgehüpft. Alter, krass. Wie du einfach merkst, dass die Vorderräder mitspielen. Oh, krass, wie du merkst, den Allradantrieb. Da krieg ich nicht mehr Grammatik. Wie du merkst, den Allradantrieb, Kollege. Das ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Oh, okay. Auch wieder ein komplett anderes Fahrverhalten, einfach weil er Allradantrieb hat, ja? Das muss man sich mal auf der Zunge vorstellen. Mhm.
Ey, komplett anders. Ist das geil. Fährt sich halt jetzt wie eine Mischung aus Heckantrieb und Frontantrieb. Er ist überhaupt nicht so empfindlich auf der Hinterachse wie die Hecktriebler. Ich finde Sound könnte man noch mal ran. Also jetzt nicht speziell bei dem Auto, sondern so generell. Wobei, der ist noch sehr synthetisch. Wobei ich aber sagen muss, dass die V8-Sounds zum Beispiel ziemlich geil umgesetzt sind. Aber man hört noch, dass es ein generierter Sound ist, der allerdings wiederum natürlich aus der Physik generiert wird, würde ich jetzt mal so behaupten. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Also, mega Unterschied. Mega Unterschied. Das war ganz schön gut. So, wollen wir den jetzt mal probieren? 967 PS, ja komm, wir tasten uns mal ran. Weil hier, der hat den 710, okay. Nö, wir fahren hier erstmal 710, wa? Der für die Strecke gemacht ist. Der ist für die Strecke gemacht, Rückwärtsmodell, wie heißt es hier, Rear-Wheel-Drive, Heckantrieb mit einem speziellen Bodykit und Design-Package. Komm, den fahren wir jetzt wieder als Spider, aber bitte in Azzurro, Serpentine. Ich hätte mal Bock hier auf so ein schönes Grün. So. Sieht der jetzt irgendwie anders aus? Oh, das war die falsche Taste. Hallo, hallo? Da ist er wieder. Ja, ich würde sagen, er hat ein anderes Lenkrad. Okay, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren mit den Türen. Das ging nur beim ersten. Ne, nicht Steuerung F. F. Ach ja, das ist schon ein bisschen wie wir auch nett. Das ist schon ein bisschen wie auch nett. Ich muss hier nochmal einen Shot machen. Also wirklich. Freunde von BeamNG, was ihr da fabriziert, ist der Oberknaller. So, ich würde sagen, wir hauen hier direkt wieder Corserin. Ach, der hat zum Beispiel nur Strada, Sport. Nö. Wir hauen einfach direkt wieder Corse rein. Ey, wie der sofort die Sicht zentriert. Supergeil. Automatisch. Ich hab nichts gemacht. Ach so, und wir machen natürlich Launch Control. So, also Heckantrieb für, also quasi Track-Tool aus dem Auto. Ganz anderes Einlenkverhalten. Jetzt geht die Tür auf, oder was? Ganz anderes Bremsverhalten. Also der fährt sich schon viel, viel Track-Tooliger. Ist ein Track-Tooligen. Ah. Och, die Bremsen, ne? Du hörst nicht gleich die Reifen quietschen. Jetzt kann es natürlich einfach ganz einfach sein, dass der andere Reifen hat. Jetzt wird es hier übrigens auch leicht dunkel, das war der Plan. Oh ja, Freunde, der geht schon. Ich habe keine Ahnung, auf welche Tasten ich die Beleuchtung gelegt habe. Aber ich habe jetzt auch nicht vor, mit euch im Dunkeln zu fahren. Wir steigen dann einfach gleich wieder um auf... Wie einfach fährt, wie ein Track-Tool. Lässt sich wirklich besser beherrschen als die normalen Straßenvarianten. Muss man eindeutig so sagen. Voll ins ABS. Ah, okay.
Ich würde sagen, da ist jetzt weniger passiert. Also gut, jetzt bin ich zum Schluss auch den Allrad gefahren. Der beißt natürlich dadurch, dass der Allradantrieb hat, noch ein bisschen mehr zu. Insgesamt würde ich sagen, lässt er sich hier ein bisschen besser beherrschen. Er lässt sich auch hier aus dem Drift ein bisschen besser einfangen. Sehr, sehr feine Geschichte. So, wir gucken mal kurz hier oben. Wir gucken mal kurz, wie ich die Light Modes durchschalte. Toggle, gibt's irgendwo Toggle Light Modes, Flash N? Okay. Gibt's nicht irgendwo einfach nur Headlight? Oder gibt doch, ich dachte, gäbe. Ach nee, Toggle Light Mode. Toggle Gearbox, Engine Starter, Next Drive Mode. Headlights. N. Okay. Können wir uns mal kurz angucken, wie das aussieht. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr von erwartet. Ist aber vielleicht auch auf der anderen Seite gar nicht so ganz unrealistisch. Fernlicht. Ja, man kann schon nicht allzu weit gucken. Also ist schon besser als ohne, aber also so richtig toll ist es jetzt nicht. So, jetzt würde ich sagen, resetten wir nochmal kurz den Wagen und setzen uns mal in das Streckentool, die 910 PS Variante. Wenn ihr unbedingt Bock drauf habt, wirklich auch noch andere Autovarianten zu sehen, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Den Customized hier mit 910 PS würde ich jetzt mit Doppelturbocharger und so würde ich jetzt nicht unbedingt noch ausprobieren. Wenn ihr da unbedingt Bock drauf haben solltet, haut es mir gerne in die Kommentare. Ich würde jetzt hier einfach nochmal die Track-Tool-Variante von fahren, einfach um wirklich mal einen direkten Vergleich zu haben, wie sich das so verhält im Fahrverhalten. Wir stellen hier wieder einen schönen morgens um 7. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen. Ich finde, wir könnten das auch so lassen. Einfach morgens 7.51 Uhr. Ist eine super schöne Lichtvariante. Okay, ist einfach eine völlig andere Geschichte hier. Guckt euch mal die geilen Pedale an, Alter. Kann man hier die Tür aufmachen? Die geht auf, sehr gut. Guckt euch doch mal dieses geile Pedalset an. Das hat doch der Heusingfeld gebaut. Hier habt ihr das übrigens gesehen. Diese Spiegelung in den Scheinwerfern. Also das ist schon richtig was genauet. Ist dit ein schönes Auto, Diggi? Ist dat ein schöner Hobel da? Warum gehen die Türen jetzt auf und die anderen gerade nicht? Zeigt er mir auch die Right Door? Nee. Nee, das machen wir so. So, der wird jetzt hier vermutlich nur Corse haben. Geht mal davon aus. Oder aus. Aus. Race. Aus. Race. Okay, alt klar. Okay, alt klar. Kamen da gerade Flammen hinten raus. Also, Freunde, was die Leute... Was machen die denn? Wie können die denn so was Geiles machen? Ich bin ein bisschen verknallt in euch, Freunde. Ein bisschen bin ich verknallt in euch. Ah, der hat eine Kupplung, okay.
Manuelle Getriebe, sequenziell, 6 Gänge. Alt klar. Okay, das ist gerade einfach ein bisschen wie Rennauto fahren. Also die brauchen sich... Die brauchen sich überhaupt nicht vor irgendeiner großen Simulation verstecken. Klar, der Content ist nicht der gleiche. Aber da wird ja mit Sicherheit noch ein bisschen was kommen. Downshift Prevention hat er. Wie ich jetzt in das Automatikfahren gewöhnt bin, ist auch geil. Force Feedback, super geil. Richtig krasser Shit. Auch hier wieder, ne? Wie das gerade verzahnte Getriebe einfach jetzt in der Kiste hörst. Ja, schön, wie der sich gerade einfangen ließ. Schön, wie er sich jetzt nicht mehr einfangen ließ. Ey, brauchst dich vor keiner der großen Simulationen verstecken. Wie gesagt, vom Content. Da kannst du... Hast du halt hier... Kannst du halt jetzt nicht irgendwie großartig Autorennen auf verschiedenen Rennstrecken fahren. Also es gibt halt den Hiroshi Raceway. Es gibt hier den Automation Test Track. Es gibt natürlich als Mod die Nordschleife. Oh, wie der sich hier durch die Gegend zirkeln lässt. Wie du alles merkst im Lenkrad. Wie du sofort merkst, ah, jetzt kommt der Arsch. Ah, jetzt passiert dit. Ah, jetzt passiert dit. Unglaublich. Den auf der Bremse in die Kurve reinziehen. Hab's jetzt ein bisschen übertrieben. Okay, den wirkst du dann auch sofort ab. Der braucht einfach... Ja, merkst du einfach Rennkupplung. Ah, jetzt waren die Reifen... Oh je, jetzt waren die Reifen dreckig. Also Freunde, das ist der Oberhammer. Da kannst du einfach nichts weiter sagen. Außer... Das ist der Oberhammer. Schöne Wagen. Schöne Wagen. Und jetzt mal ehrlich. In welcher anderen Simulation habt ihr dieses Schadenmodell? Also das ist doch einfach nur der Knaller. Das ist einfach nur der Knaller. Hätte ich so nicht erwartet. Ich wusste, dass BeamNG ziemlich viele Fortschritte gemacht hat, aber dass fahrphysiktechnisch diese krassen Unterschiede zwischen den Straßenvarianten und den Rennvarianten sind der Hammer. Diese krassen Unterschiede zwischen diesem alten, handgeschalteten Auto und diesem modernen Auto hier mit Gedunse und Gebömse und... ist einfach der Oberknaller. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so sehen wollt zu BeamNG. Also weil immer nur Crash-Videos machen, macht er dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und ich finde das irgendwie ein bisschen geiler, wenn man da auch mal was anderes macht, als immer nur Crash-Videos. Also haut mir gerne mal in die Kommentare, worauf ihr so Bock habt. Ich werde dann in Zukunft gerne eure Wünsche erfüllen. An dieser Stelle, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, kann ich nur sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen bei dieser Runde. Ja, löblich am Steuer. Heute wieder mit dem großartigen, dem BeamNG Drive und mit einem anderen Straßenfahrzeug auf einer anderen Rennstrecke einfach, weil es beim letzten Mal so viel Spaß gemacht hat und ich jetzt mal den direkten Vergleich haben wollte zwischen alten und neuen Fahrzeugen und verschiedenen Fahrphysiken. Und ich kann nur sagen, es ist unglaublich. Wer BeamNG noch nicht hat,
Schlag zu. www.beamng.com gibt es auch auf Steam. Und ich halte an dieser Stelle wie immer meinen Schwanz ins Bild und sage liken, abonnieren und kommentieren. Wer Bock hat, mich zu unterstützen, kann gerne Kanalmitglied werden oder auch den Spendenlink unterm Video benutzen. Ihr wisst, hilft alles, ist alles irgendwie toll. Aber wenn ihr selber den Cent rumdrehen müsst, dann reicht es, wenn ihr die Videos einfach guckt und auf liken drückt. Das war ganz schön toll. Ich habe eine trockene Fresse wie Sau. Verabschiede mich und kann an dieser Stelle wie immer nur sagen, tschüss mit üs, ciao mit au, ciao mit iu. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Löblich. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. So. Ah. Mega. Mega. Mega gut.